ist mir doch eine Kultur aufgefallen, über die ich noch nie berichtet habe. Also meines Wissens sind die nirgendwo aufgetaucht. Und zwar sind das Einlegegurken. Die kleinen, so richtig schön in Essig eingelegt, mit Zwiebelchen und dergleichen. Leckere Angelegenheit. In diesem Video geht es um Einlegegurken. Wie ich vom Samenkorn an die Gurken komme. Dranbleiben, wird spannend. Also ich esse die Dinger für mein Leben gern. Auch die anderen, über diese kleinen Silberzwiebelchen, habe ich Ihnen schon mal hier oben in der Infobox ein Video gemacht. Ich esse die für mein Leben gern. Und das Gute daran ist, wenn die einmal im Glas sind, halten sich ewig, brauche ich ja so eine, ist ja so eine Kultur, die muss ich nur alle paar Jahre mal anbauen. Und damit das nachher nicht so ein klein gehacktes Gestückel wird, ja, mit ein oder zwei Pflanzen, dann habe ich immer so ein kleines Häufchen Gurken und muss jeden Tag da hinten einkochen, mache ich das immer in größerem Stil. Ja, dann mache ich das einmal durch in einem Jahr und dann habe ich wieder ein paar Jahre Ruhe. Das ist in diesem Jahr wieder dran. Vorbereitet habe ich eine Platte mit handelsüblicher Blumenerde. Ein paar Löschchen reingemacht. Und dann kann es losgehen. Das ist eine klassische Sorte. Bewährt, Vorgebirgstrauben, hat bisher immer funktioniert und da dürften reichlich Körnchen drin sein. 80 Stück stand auf der Packung. Gurkensamen. Hatte ich eigentlich gesagt, hallo und herzlich willkommen wieder bei Neusch im Garten, hier ist der Schluck und auf meinem YouTube-Kanal. So, dann tue ich hier in jedes dieser Töpfchen zwei Samen rein. Weil sowieso wieder nur die Hälfte keimt. Wir haben jetzt übrigens Ende Mai. Dürfte also eine gute Zeit sein, was? Klar kann man die auch direkt säen. Habe ich auch schon mal gemacht. Ist wahrscheinlich auch die bessere Variante. Aber ich ziehe trotzdem lieber vor. Weil dann bin ich auf der sicheren Seite. Also alles, was draußen irgendwo vor sich hinkeimen muss, da habe ich ja so meine Probleme mit. Die Löschchen noch ein bisschen zugemacht. Sagen Sie mal, wird das eigentlich nicht langweilig, weil dieses Gärtnern ist ja immer dieselbe Geschichte. Es fängt irgendwie immer gleich an und hört immer gleich auf. Man überstopft irgendwelche Samen in die Erde und irgendwann erntet man was. Wird Ihnen das eigentlich nicht langweilig? Soweit. Eine Portion Wasser und in die Ecke gestellt. Jetzt muss ich eigentlich nur noch aufpassen, dass die mir nicht austrocknen. Gut. Und während die Gurken hoffentlich keimen, werde ich mich schon mal um die Beetvorbereitung kümmern. Auf die den 8 Meter langen Streifen die entsprechende Menge organischer Volldünger. Den werden wir jetzt ausbringen. Hier so zwischen zwei Streifen Blumen sollen die letztendlich wachsen. Bisschen einarbeiten. Gnadenlos trocken. Ich meine, trocken ist ja später gut. Damit die Gurken nicht krank werden. Das ist nämlich eine Kultur, die wird sehr schnell, wahrscheinlich Mehltau oder sowas, wo die Blätter verwelken. Auch zum Wachsen am Anfang ist das weniger ideal. Und weil keine Aussicht auf Besserung besteht, werde ich jetzt das Ding mit Stroh abdecken. Dann
so hoffe ich, verdunstet das Wasser nicht so schnell, wenn da irgendwann mal Wasser da ist. Damit ist zwar immer noch kein Wasser im Boden, das ist der nächste Schritt, aber zumindest, wenn irgendwann mal was kommt, ist es nicht ganz so schnell wieder verdunstet. Und genau aus diesem Grunde fangen wir schon mal an, das ganze Spiel hier ein wenig einzuwässern. Aber da kann ich noch jede Menge Wasser drauf verteilen, bis das für die Gurken passt. Geht doch. Sieht ganz gut aus, was? Den sollte ja an nichts mangeln hier. Bisschen Wasser. In jedem Töpfchen wird gekeimt. Für mich ein enormer Erfolg. Ich habe da nämlich schon andere Platten gehabt, da sah es grauselig drauf aus. Und, kann man mit leben, was? Jetzt sind da immer zwei drin. Jetzt werde ich die vereinzeln, immer eine, die schwächste Pflanze von allen rausreißen. Deswegen waren da auch immer zwei drin. Oder ich tue immer mehr rein, hier so eine kleine hier, das wird nichts werden. Kommt weg. Da nehme ich die kürzere, so, und hier, und da, du gehst weg, das hat das größere Blatt, die ist etwas weiter, da ist eine kleine, weg damit, die hat irgendwie verschrumpelte Blätter, will ich nicht, und ist ein bisschen leicht, ich tue sie nochmal ins Wasser und pflanzt die noch nicht. Es ist wieder ziemlich kühl geworden. Tagestemperaturen so 17, 18 Grad können auch hier im Gewächshaus wesentlich besser stehen. Einlegegurken. Jede Pflanze einzeln da drin 24 Stück. Ich glaube, die gehen wir jetzt pflanzen, weil es starker Gewitter angekündigt für die nächsten zwei Tage. Bevor dann ich da hinten gar nicht mehr rumlaufen kann, tue ich die in die Erde. Weil heute war wieder so ein brüllend heißer Tag. Es ist tagsüber hinten nichts zu machen. Jetzt geht die Sonne gleich unter. Die richtige Zeit dafür. Da drauf. So, dann wollen wir mal gucken, wie das darunter aussieht. Ja. Ist zumindest noch feucht. Und schön durchwurzelt. Was will ich mehr? So, Nummer 1, 40 cm Abstand meine ich, hätte auf der Packung gestanden, machen wir einfach so. So um den Dreh. Also dieser Strommulch. Doch dieses Mulchen hat natürlich Vorteile, aber es hat auch Nachteile. Es kommt lauter Ausfallgetreide, was hier ausfällt, was keimt. Schön wieder zumachen, weiter wachsen. Sieht nach nichts aus, was? Aber das kommt noch. Das Gute daran ist, ich mache das jetzt einmal in großem Stil. Habe ich schon mal erwähnt.
Ich mache das jetzt einmal in großem Stil mit vielen und dann werden die eingelagert und dann halten die sich ziemlich lange und ich brauche mir keine Gedanken mehr machen, anstatt dass ich mit so kleinen Portionchen da rumfummel, jedes Jahr zwei Pflanzen, jeden Abend da hinten ein Glas einkochen, dann mache ich lieber einmal Rutsch, in einem Rutsch 20 Gläser oder sowas und dann bin ich damit fertig. Also vor meinem geistigen Auge sehe ich schon, wie das ganze Spiel mal aussehen soll. Ob das dann später auch so aussieht, ist eine andere Frage. So, fertig. Wasser. Auf gutes Gelingen. So, jetzt braucht das erstmal eine Zeit lang, bis das die Dinger angewachsen sind und dann hoffe ich, dass es in die Höhe geht. Hoffen wir das Beste, was? Sie wachsen alle. Einen habe ich nachpflanzen müssen, die war eingegangen. Aber ansonsten, es wächst. Und wie sieht es mit der Feuchtigkeit darunter aus? Ja, ist noch feucht, aber es ist auch kühl darunter. Das Stroh da drauf, das reflektiert eine Menge Licht. Ziemlich kühl darunter, anders wie bei so einer Folie oder auf offenem Boden, der richtig warm wird. Hier ist ziemlich kühl, aber wir lassen sie weiter wachsen. Ein weiterer schneller Blick auf die Einlegegurken. Viel habe ich nicht dran gemacht. Ich habe sie einfach wachsen lassen. Die meisten sind auch ganz schön gut. Gut, was? Sie sehen gut aus. Andere nicht so. In der Woche auf zwei gucken wir wieder hin. Kurzen Blick auf die Einlegegurken. Das ist eine Reihe mit Einlegegurken, mit den ersten Blüten dran. Ja, da und da. Das wird werden. Sind allerdings auch ein paar dabei, die sehen gar nicht so gesund aus. Wie diese hier. Ja, Gurken sind da immer problematisch. Das ist ein Wettrennen gegen die Pilzerkrankungen. Was kommt schneller? Die Gurken oder die Pilze. Also wenn ich dazu sehe, das mit dem Strommulchen, ich habe da nachher mehr Getreide wachsen als Gurken. Und ich habe auch keine Nerven mehr, jetzt da durchzulaufen und das rauszubasteln. Das wird ein Wettrennen. Ein Wettrennen mit den Schimmelpilzen, mit dem Mehltau oder was auch immer das ist. Was ist schneller? Die paar Gürkchen da dran? Oder der Mehltau. Wow, wow, wow. So hatte ich mir das nicht vorgestellt. Abwarten. Und? Gurkenernte. Ich habe extra einen großen Bottich mitgebracht, um die ganzen Gurken da rein zu tun. Oder etwa nicht? Weil ja bekanntlich die Hoffnung zu allerletzt stirbt, was? So, so. Gehen Sie mit mir mal auf die Suche nach Gurkenpflanzen. Also irgendwo zwischen dieser Reihe Wildblumen und dieser Reihe Wildblumen müssten Gurken sein. Aber wenn wir die Reihe mal so entlang laufen, dann sehen wir so ein paar grüne Blättchen auch noch und ein paar Blüten. Aber ich muss ja fairerweise zugeben, dass
sieht nach allem anderen aus, aber nicht nach Gurkenanbau. Ich glaube, die Bütte kann ich getrost wieder auf Seite tun. Was ist da schiefgelaufen? Ja, so grotten schiefgelaufen wie in diesem Jahr ist das mit den Gurken also wahrlich noch nie. Die Idee, die ich hatte, die dahinter steckt, viele anzubauen, damit ich dann mit einem Abwasch den ganzen Kram machen kann, alles prima, aber so daneben noch nie gewesen. Woran mag es gelegen haben? Zu wenig Wasser, das Stroh mag nicht ideal gewesen sein. Ich kann es Ihnen nicht sagen. Das ist eben, was oft meinen Kanal von anderen unterscheidet. Hier gibt es nicht nur die tollen Erfolge zu sehen, hier gibt es auch die Misserfolge. Und wenn es grottengrausige Misserfolge sind, wie dieses hier, zu sehen. Keine Gurken in diesem Jahr. Ach, es ist eigentlich noch recht feucht darunter. An Wassermangel kann es nicht gelegen haben. Und selbst wenn an diesen Blütchen, die hier dran sind, wenn da noch welche dran kommen, so habe ich mir das ganze Spiel nicht vorgestellt. Vor allen Dingen das ganze Ausfallgetreide da drin, der ganze Weizen oder was das ist, das war nicht so gedacht. Ist auch das erste Mal gewesen, dass ich dieses Stroh benutzt habe zum Mulchen. Bisher war das immer auf nackter Erde, da habe ich zwar etwas mehr gießen müssen, das war definitiv ein Satz mit X. Ich meine, Gurken sind so oder so kein einfaches Gewächs. Also dieses verdorrte Blätter, diese verdorrten Blätter, dieser, was weiß ich, Mehltau oder was das ist, sind die enorm anfällig dafür. Ich habe noch keine Sorte finden können, die da weniger anfällig ist. Aber ein bisschen ist in den vergangenen Jahren immer dabei rumgekommen. Aber das da, auweia. Aber dafür sind wenigstens die Wildblumen rechts und links davon super geworden. Man muss eben das Positive sehen. Was im einen Jahr funktioniert, im nächsten Jahr geht es eben total in die Hose. In diesem Fall habe ich Ihnen gezeigt, dass das Selbstversorgerleben, das möchte gern Selbstversorgerleben, nicht immer von Erfolg gekrönt ist. Es gibt da doch einen ganzen Haufen Unwägbarkeiten dabei. Zu Anfang des Videos war ich ja noch richtig optimistisch. Weil das hat immer ganz gut funktioniert. War ich wirklich optimistisch, wollte Ihnen da zeigen, wie man das macht. Und jetzt so ein Ende. Hier können Sie wahrlich nichts lernen bei mir. Müssen Sie bei anderen gucken, die Ihnen erzählen, wie man sowas richtig macht. Hier können Sie sich unterhalten, schmunzeln, lachen. Haben Sie das über mich? Ja, kann ich mitleben. Mir verbleibt nur noch zu sagen, abonnieren, Like-Button drücken, Ihren nächsten Amazon-Einkauf über einen meiner Links. Das hilft mir dann ein wenig über diese Tragödie hinweg. So, bis dann. Tschüss. Aber so gehen mir dann jedenfalls die Videothemen nicht aus. Kann ich Ihnen dann in einem späteren Video nochmal zeigen, wie das ganze Spiel erfolgreich vonstatten gehen soll.